Hey da, Leute, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen weiter. Ich habe immer noch den Sur-Assassin am Start, weil ich jetzt am Anfang, ich bin ja gerade mal Rang 9, da will ich so schnell wie möglich aufschließen. In der letzten Folge, wenn ihr die nicht gesehen habt, guckt da mal rein, da habe ich, ja, ich wollte gerade schon spoilern, ne? Habe ich vielleicht gewonnen oder vielleicht verloren? Wer weiß das schon? Ich bin gleich wieder da. So Leute, da war gerade der Postbote da. Das geht direkt weiter. Wir brauchen den hier brauchen wir sicherlich nicht zweimal. Und wir starten sogar mit dem Ungolem. Das ist gut, das ist sehr gut. Okay, was heißt? Ja, es ist in Ordnung. Schon besseres gesehen, aber ist okay. Wir starten rechts im Schatten. Jetzt kriegen wir wieder die drei Assassinen ins Deck. Die könnten später auf jeden Fall hilfreich sein. Den habe ich schon. Also, es ist echt lange her, dass ich den mal wieder gezogen habe. Von Anfang an vor allem. Ja, jetzt können wir direkt riesigen Schaden machen. Das würde ich jetzt noch nicht spielen. Leider haben wir weder Zweier noch Dreier-Kreaturen, die sinnvoll sind. Vor allem dann, wenn er dann mit sowas hier kommt. Da könnten wir eigentlich unserem Ungelim auch ruhig opfern. Das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Wir greifen da aber jetzt nicht an. Also meine Hoffnung ist immer noch, dass er auch versucht, irgendwie mir ein bisschen Schaden wenigstens zuzufügen. Jetzt, da ich nicht so einen schnellen Start habe, kommen wir vielleicht auch dazu. Also irgendwie die Kombination ist zurzeit unglaublich beliebt. Ich sollte mal herausfinden, warum. So, die königliche Wache. Ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall spielen. Wieso denn nicht? Wir könnten natürlich warten, bis wir noch mehr Kreaturen auf dem Board haben, aber. Ah, Scheiße. Ah! Mist. Vor allem kriegt er auch noch übelst Leben dazu. Die Karte ist schon geil, die will ich unbedingt haben. Dafür muss ich aber erst die Kampagne spielen. Und da muss ich jetzt erstmal Gold sammeln. So, das war mir klar, dass er die natürlich tötet. Oh, die ist böse. Die ist absolut böse. F darf man f noch sagen? Oh. Okay, Moment. Ich kann Sachen machen. Ich werde den Dünenschmuggler benutzen. Ich werde den Dünenschmuggler benutzen. Sie auf die andere Seite bewegen. Werde die hier vernichten, weil sie hätte sonst den Rekruten getötet. Und so kann ich mich wenigstens davor schützen. Er bekommt immer noch Leben, aber seine Karte wird tot. Aber das wird er hundertprozentig nicht zulassen. Der muss irgendwas haben. Ich meine, um ihn zu beschützen, kann man sogar diesen Speer einsetzen. Also. Das wäre es auf jeden Fall wert, weil bei ihm geht es jetzt eigentlich alles ums Leben. Also desto mehr Leben er hat, desto besser ist es natürlich. Und mit einem Blitz kann ich, ja, sie leider nicht auslöschen. Leider, leider, leider. Seht ihr? Okay. Ja, der hat bestimmt noch welche in der Hinterhand. Und wer bist du denn? Dunkler Wächter, wenn dein Gegner durch eine zerstörte Rune eine Prophezeiung zieht, ziehe eine Karte. Ja, das könnte bei mir ganz. Ja, das könnte bei mir vorkommen, ne? Dafür müsste er aber meine Runen vernichten. Und das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Das wäre quasi eine Aufforderung. Das machen wir. Komm, das machen wir. Soll er es versuchen? Füge deinem Gegner einen Schaden zu. Ja, okay. Wieso nicht? Ist eigentlich ziemlich mächtig. 3-2 für 2 und einen Schaden? Das ist geil.
so eine Krabbe? Finde ich echt nicht schlecht. So, er möchte natürlich Schaden machen, ist klar. Soll er machen. Da komme ich ja auch jetzt nicht so leicht vorbei. Gibt aber Schlimmeres. Wir können ihm aber jetzt Schaden zufügen. Und haben somit mehr als er. Können also hier einmal den Seelenruhmarschall spielen. Oder hier und links die Bestienruferin. Das wäre sogar cleverer. So, jetzt kostet die nächste Karte nur 0. Das machen wir mal so dezent. Jawoll, das Mammut! Das sieht gut aus. Gut. Jetzt haben wir halt ein kräftiges Board. War richtig heftig. Und das ist das Coole an dem Deck, dass es so plötzlich aus dem Nichts erscheinen kann. Und schon hast du ganz viele Karten auf dem Feld, wo einfach mal Bam machen. Spam. Bam ins Gesicht. Jetzt will er damit natürlich Sachen machen, ist ja klar, aber da werden wir uns verteidigen oder sie vernichten, aber ich würde mich lieber verteidigen. Bam. Okay. Machen wir so hier. Bam. Machen wir so hier. Bam. Und, oh, keine Prophezeiung, das gibt's doch nicht. Ich lebe in einer Welt, wo mal keine Prophezeiung gezogen wird. Ist ja unglaublich. So, jetzt hat er natürlich wieder ganz viele Karten, ganz viele Möglichkeiten. Ist halt so. Aber wir haben den Säbelzahntiger. Und das hier. Das wird jetzt schwer für ihn. Ihr habt ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wenn nicht, dann guckt sie euch an. Da gibt es die Karte, wo Flammen kommen. Und er vernichtet jeder auf jeder Seite. Und es bleibt nur eine übrig. Aber das hat er nicht, scheinbar. Aber er hat Verteidigung. Ja, klar. Auf jeden Fall. Gehen da rein. Opfern unsere Krabbe. Dann gehen wir da rein. So. Jetzt können wir hier zweimal angreifen und er ist immer noch am Leben. Er hat eigentlich so gut wie verloren, also so eine krasse Prophezeiung gibt es nicht, dass er das handeln kann. Dum, dadam, dum, dum. Ja, coole Sache. Coole Sache. Dass das noch funktioniert hat. Ne, also mit dem Deck wird es relativ schnell gehen, die Leiter aufzusteigen. Das ist perfekt. Okay, Leute, wir springen direkt mal ins nächste Spiel. So, da wären wir auch wieder. Ich hoffe, diesmal ist es mal eine andere Verteilung. Ja, Gott sei Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass der so ein bisschen schneller ist. Ein Rang 11er. Sollte man nicht unterschätzen. Denn es ist ja der erste Tag der neuen Season. Wir lassen den Krieger-Gilden-Rekruten mal auf der Hand. Der liebt mich scheinbar. So, die brauche ich zur Questerfüllung. Das ist auch ganz praktisch. Und der Ungolem. Ungolem ist wieder mit dabei, der Dude. Aber irgendwie so eine Bruderschaftsassassinen sehe ich trotzdem nicht. Wozu habe ich dich überhaupt? Muss ich öfter ins Deck tun. Es ist auf jeden Fall ein sehr schneller. Oh, das wird jetzt gefährlich. Das wird jetzt gefährlich. Der ist schnell. Ich versuche ihn mal von der Seite hier aufzuhalten. Ich meine, wenn man uns Schaden macht, schön und gut. Ja, alles schön und gut, wenn es im Rahmen bleibt. Soll jetzt nicht übertrieben sein.
So, der links ist natürlich auch sehr, sehr böse. Wir können immer noch irgendwie so einen Schaden machen. Okay. Der macht sehr viel Schaden dann von der Seite. Okay, wir spielen den Hausgenossen trotzdem rechts. Ich werde ihn dann einfach in der nächsten Runde mit dem Blitz töten. Oder auch nicht. Also das ist halt ein absolutes Aggro-Deck. Das ist halt extrem böse. Okay. So, wir können aber auch sehr böse sein. Wir können das hier machen. Und den Blitz spielen. Weil böse und so, ne? Eigentlich war es anders von mir gedacht, aber ich mach's jetzt mal so. Ups, ich hätte eigentlich erstmal mit dem Ungolem angreifen müssen. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Und in der nächsten Runde werde ich dann den oder noch ein noch eine gefährlichere Kreatur fesseln. Und ich habe auch schon einen Plan. Gegen Aggro-Decks ist es mit einem Mid-Range-Deck eigentlich ganz gut, wenn wir ihn seine Karten ausspielen lassen. Und lieber da so ein bisschen entgegenwirken. Und er hat dann eigentlich nur noch kaum welche. Sondern können wir unser Board voll machen und dann hat er eigentlich kaum noch eine Chance. So. Er macht uns hier feuchtfröhlich Schaden. Ich werde mal einen fesseln. Und auf der anderen Seite den tapferen Beutelschneider mal rufen. Okay, den einen Schaden entspannen wir uns natürlich. Ich brauche jetzt nicht, dass er Millionen Karten hat. In der nächsten Runde können wir dann den wilden Bestienrufer spielen. Das ist natürlich dann sehr, sehr praktisch. Er will scheinbar auch nicht, dass ich Karten ziehe. Also den vernichte ich. Ist mir wichtiger nicht, dass er den irgendwie auf die Hand wieder zurücknimmt. Das wäre nicht so gut. Das ist wichtiger. Also der kann sehr, sehr gefährlich werden. Und da wäre es schon wichtiger, ihn aufzuhalten. Also, ich hätte vorher angreifen müssen. Leute, verzeiht mir. Verzeiht mir, aber solange ich den Fehler noch erkenne, kann ich es euch mitteilen. Und ihr macht den Fehler dann einfach nicht. Na? Also, das rechte Board ist natürlich schon sehr, sehr voll. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Damit können wir den auf jeden Fall töten. Gib Verbündeten Werwölfen plus 1 plus 1. Also, diese Bestiengestalt, die kannte ich auch noch nicht. Das kam in meiner Abwesenheit. Verändert sich zu einem Werwolf, wenn eine gegnerische Rune vernichtet wird. Das ist natürlich krass, ne? So einem Aggro-Deck ist das schon geil. Da haben wir einen von den Bruderschaftsassassinen, das ist gut. So, wie machen wir das? Wir gehen da erstmal rein. Hat der noch irgendwas Spezielles? Nee, hat er nicht. Den müssen wir auf jeden Fall auslöschen. Dann machen wir sowas hier und ziehen erstmal eine Karte. Greift euch erstmal an, Dude. Ich überlege gerade, ob ich ihn angreifen sollte oder ausbluten lassen sollte. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal ausbluten. Weil ich, wenn ich ihm jetzt immer mehr Karten gebe, ist es natürlich auch nicht so gut, ne? So, rufen wir erstmal eine Bestie. Okay, tödlich, schon mal auch gut.
Okay, die Runde greife ich noch nicht an. Weil so viel Schaden kann er mir jetzt, glaube ich, nicht zufügen, dass er mich töten könnte. Ob er jetzt einfach mal schnurstracks ins Gesicht geht, würde mich schon hart interessieren. Könnte ich mir nicht. Es wäre halt schon praktisch, wenn er die tötet, weil. Okay, damit. Der muss ins Gesicht gehen, ansonsten macht sein ganzes Deck keinen Sinn. Okay, damit kann er den schon mal aufhalten. Krass. So ein Deck sehe ich auch zum ersten Mal. Bin begeistert. Bin begeistert. Ich wünschte, ich hätte eine Switch-Karte. Dann könnte ich rüber switchen und vernichten. 3, 4. Ich würde sagen, Leute, no risk, no fun, oder? Wir machen das mal so. Na, wir machen das erstmal hier so. So. Dann so. Und dann spielen wir die königliche Weise und hoffen mal, ich habe gehofft, dass da vielleicht tödlich kommt, da Wächter, das ist schon mal sehr, sehr gut, tödlich und durchbrechen, also bitte. Quatsch. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er machen kann, weil hier kommt er schon mal nicht durch. Hier könnte er krass ins Gesicht gehen, aber in der nächsten Runde würde er sehr, sehr alt aussehen. Da geht er schon mal rein. Er hat keine Karte, die meine Kreatur vernichten hätte können. Das ist gut. Okay. Da geht er rein. Flinker Schlag. Perfekt. That's it. Okay. Okay, okay. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir gehen erstmal natürlich hier rein, holen uns Leben. Prophezeiung, was sonst? Bringt ihm aber nichts. So, wir wollen natürlich den. Ups. Den nächst hören. Wir machen erstmal hier das hier. Dann machen wir. Das hier. Dann gehen wir hier rein. Und weil es einfach so geil ist, spielen wir den Tuskat. So, Leute. Und bam. So wehrt man sich gegen, so oder so ähnlich, wehrt man sich gegen ein Agro-Deck. So läuft das da, wo ich herkomme. Weißt ihr, wisst ihr, ich habe Legends auf der Straße spielen gelernt. Wisst ihr? Da ging es rau zu. Da hieß es, Spiel oder stirb. So läuft das. Okay, wir klimmen die Leiter. Das geht relativ zügig. Und ja, schon bald. Legende. Drückt mir die Daumen. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben. Kommentar. Kommuniziert mit mir. Ich will mit euch kommunizieren. Will ein bisschen Community-Action. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euer LineTube.